Sagenhafte 20 Punkte holte der TSV 1860 München aus den letzten 8 Spielen. Und deshalb lebt der Traum zurecht vom Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga. Beim ersten FC Kaiserslautern musste überraschend Matteo Rabran, die eigentliche Nummer 2, ersetzte den kurzfristig krankheitsbedingten ausfallenden Afto Spajic. Die Münchner Löwen in Weiß und Blau direkt mit einem Riesenstart. 9. Spielminute, das 4-1-4-1 griff direkt. Sie waren offensiv voll da und hätten einen Elfmeter bekommen müssen. Hier gibt es den Zupfer von Lussek an Salga. Es gab keinen Elfmeter. Lautern im Glück, 60 im Pech. Das war dem TSV aber völlig egal, denn es ging immer weiter munter nach vorne. Lautern nur am Verteidigen, Lautern nur am Schwimmen. Matteo Raab hier mit einem grenzwertigen Einsatz gegen Sascha Mölders. Die beiden trafen sich immer wieder in dieser Partie und behakten sich ohne Ende. Marco Antwerpen regte sich auf und schrie, ihr macht gar nichts. Lautern war zu passiv, eigentlich ultra stark gewesen die letzten Wochen im Angriffspressing. Sie kamen vors Tor nur durch eine Einladung von Marco Hiller und einem fast Eigentor von Pelka Hia, der hier in letzter Sekunde eingreifen muss, weil Poirier sonst schon Zimmer gefunden hätte. Wagemutig und mit etwas Glück. Die darauffolgende Ecke, die war folgend schwer. Sickinger verletzte sich vom FCK und der Konter rollte. Leon Kadi mit dem Pass auf Richie Neudecker. Und was macht der? Ein wunderbares Tor. 31 Minuten waren gespielt. Kölner freute es. Hier die Situation von Sickinger und dem Kollegen Dressel. Kein Foulspiel, deswegen ging es zurecht weiter. Biancardi kann man keinen Vorwurf machen. Er bekam von der Situation nichts mit. Und Neudecker, der ist sowas von on fire. Sein 4. Tor in den letzten 5 Spielen. Ball titscht nochmal wunderbar auf. Und dann kann er ihn über den chancenlosen Matteo Raab drüber lupfen. 1:0 Pausenführung für den TSV. Aktuell läuft es für die Löwen. In Halbzeit 2 Kaiserslautern weiterhin passiv und nur am Hinterherrennen und hinterhergreifen. So auch Matteo Raab in der 52. mit dem Elfmeter-Foul gegen Mölders. Mal wieder ein Zweikampf. Der Pfiff war zurecht. Steinhardt dann mit dem Elfer. Den macht er ganz souverän rein. Und wenn man weiß, dass er die letzten beiden in der Liga verschossen hat, dann muss man sagen, Respekt, dass er wieder an den Punkt geht. Und zwar wirklich millimetergenau. Raab ahnt die Ecke, aber kann bei diesem perfekt geschossenen Elfer nichts ausrichten. 2:0. Und die Reaktion des FCK, sie blieb aus. Weiterhin auch Fehler im Spielaufbau. Der eigentlich so sichere Felix Götze lädt Mölders zum 22. Saisontor ein. Der lässt liegen, man kann es kaum glauben. Mit seinen 36 Jahren ist er der Feldspieler mit den drittmeisten Minuten aus der ganzen dritten Liga. Da kann man echt nur seinen Hut ziehen. Wir können es kurz machen. Hinten raus weiter der TSV dominant. In der 69. dann auch noch das 3:0. Wieder Steiner, Doppelpack für ihn. Lautern komplett im Unglück. Der Ball noch abgefälscht von Hercher. Hier gut zu sehen, keine Chance für Matteo Raab. Es war ein Klassenunterschied. Der TSV war griffig, war bissig, war torhungrig und war dominant. Kaiserslautern war viel zu passiv und kam nach zuletzt so guten Auftritten überhaupt nicht in die Partie. Hier noch ein fast Eigentor in der 82. durch Sänger. Und so heißt es, Mund abputzen und weiter geht's. Ja, du musst ja halt schon wieder den Fokus auf den Samstag legen und das Spiel hier relativ schnell abhaken. Wie es gelaufen ist, ist es einfach enttäuschend, von der Bereitschaft her gegen den Ball zu arbeiten. Wie gesagt, und wir müssen am Samstag ein ganz anderes Gesicht zeigen. Also jetzt, wenn wir nicht glauben, morgen schauen wir drauf, was Saarbrücken macht, dass wir am Ende dann diesen 4. Platz wirklich safe haben. Und Sie sind aber gerade Dritter, Herr Kölner. Ja, schon. Aber wir können am Schluss eine Fünfte werden. Und da habe ich auch nichts davon. Ich muss mich mit der Realität beschäftigen, nicht, was vielleicht hypothetisch passieren kann. Alternative Ansichten von Michael Kölner. Fakt ist, die Löwen mit 6 Siegen aus den letzten 7 Spielen und aktuell dem 3. Platz. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.